Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play God of War, wo wir gerade mal wieder den See der Neuen abfahren und gucken, was es hier so alles Neues gibt, die Völunderkluft. Du steckst voller Geschichten. Kennst du auch eine unterhaltsame? Ich muss doch sehr bitten. Er hat dich beleidigt. Hab ich gemerkt. Ihr wollt also einen echten Knüller. Nur zu gern. Ich erzähle euch die Geschichte von Rungnir, dem Raubhund. Die wahre Geschichte. Es gab eine große Schlacht, stimmt's? Auf seinem Schrein sieht man ihn im Kampf gegen die Asen. Eine nette Geschichte, aber nein. Rungnir hatte bei seiner Geburt weder Kopf noch Herz. Darum vervollständigten die Riesen ihn mit Stein. Er war unglaublich stark, jedoch auch ein Einfallspinsel. Odin sah ihn eines Tages durch Midgard wandern und fand ihn so amüsant, so harmlos, so gutgläubig, dass er ihn zu sich nach Asgard einlädt. Dort füllte er Rungnir mit Met ab und stachelte ihn zu allerlei Scherzen und Possen an, alles zur Unterhaltung des Hofstaats. Ich war dort. Ich sah die Asen lachen, als Rungnir auf seinen Schild sprang und schwor, uns alle zu töten und die Frauen mit nach Jötunheim zu nehmen. Dann taucht Thor auf. Und lacht er? Oh nein. Thor wirft einen Blick auf den betrunkenen Narren und schlägt ihm mit Mjölnir so hart auf den Kopf, dass bis heute Stücke von Rungnir in seinem eigenen Schädel stecken. Thor ist so verwundert über die Steinsplitter, dass er nicht bemerkt, wie Rungnirs Körper mit einem knirschenden Geräusch auf ihn fällt. Und wieder hallt schallendes Gelächter durch die Hallen des Palastes. Die Geschichte ist ja furchtbar, Mimir. Ganz anders als die von meiner Mutter. Lass dir das eine Lehre sein. Die Wahrheit ist selten so hübsch wie Mythen und Legenden. Ein mächtiger Riese aus Frost und Stein. Anscheinend hatte er einen großen Streit mit den Asen und Wahnengöttern. Er kämpft gegen Thor und anscheinend verlieren beide. Rungnir der Raufbold. Ein Kopf aus Stein, aber mit dem Verstand eines Kindes. Odin macht ihn in Asgard betrunken und rauflustig. Thor schlägt ihm den Schädel ein, aber wird dabei zerquetscht und alle lachen. Asen sind echt Abschaum. Willst du ihn hier anlegen? Ziemlich alle Götter, ne? Wir haben in der God of War-Reihe noch keinen Gott entdeckt, der kein absoluter Abschaum war. Na gut, Aphrodite vielleicht. Die hat nie wirklich irgendwas Böses gemacht. Und hier die Schwester von Helios, die hat uns auch nie was getan. Aber ansonsten hat doch alles Miststücke. Allen voran natürlich Athene. Die blöde Kuh, die von Anfang an ihr böses Spiel mit uns gespielt hat. Und ich möchte immer noch wissen, wie Kratos das Ende von God of War 3 überlebt hat. Ich meine, dass er überlebt hat, hat uns ja God of War 3 schon gezeigt. Ich wüsste aber gerne, wie er das überlebt hat. Er war ja schließlich mit dem Schwert des Olymp aufgespießt. Und vor allem wüsste ich gerne, was aus Athene geworden ist. Hallo? Ich hoffe ja immer noch so ein bisschen darauf, dass wir vielleicht da noch Antworten drauf kriegen. Aber mit jeder Minute Spielzeit sinkt diese Hoffnung ein bisschen mehr. Guck mal, da ist definitiv was vergraben, aber ich darf es wahrscheinlich erst ausbuddeln, wenn ich die entsprechende Schatzkarte gefunden habe. Entschuldigung. Da musste ich kurz aufstoßen, das war unschön. Junge. So, wir sollen noch Brock hier nochmal irgendwo treffen. Hier sind wir anscheinend schon mal gewesen. Natürlich sind wir hier schon gewesen. Hier sind wir damals lang auf dem Weg zum Gipfel. Shit.
Und es ist auch nicht mal ansatzweise die Richtung, in die wir jetzt müssen hier. In den Minen ist auch Brock wieder, ne? Nicht Sindri. Das bedeutet, es bringt überhaupt nichts, da lang zu gehen jetzt. Komm, Junge. Selbst wenn wir uns die Nebenquest von Sindri jetzt holen wollten. Flop. Es ist total bescheuert, aber ich denke jedes Mal wieder. So, als erstes müssen sie das Boot drehen. Ja, nee. Müssen sie tatsächlich nicht. Mimir, gibt es eine Geschichte zu dem Riesen mit dem Feuerschwert? Sutter der Tapfere. Na klar. Wir haben so viel über Frostriesen geredet, da wird es langsam Zeit, dass wir zu dem feurigsten Riesen von allen kommen. Damals, als Ymir aus Gnungagap hervorging, war es Sutter, der ihm folgte. Er kam aus Muspelheim, der Feuerwelt, und brachte Wärme in den jungfräulichen Kosmos, indem er aus seiner urzeitlichen Flamme die Sonne schuf. Aber kommen wir jetzt zu dem Feuerschwert, ja? Surtr der Tapfere schmiedete sein Feuerschwert zu einem einzigen Zweck, um Asgard niederzubrennen, wenn Ragnarök schließlich beginnt. Er ist dazu auserkoren, durch Thor oder Odin zu sterben. Doch dabei wird er den Schlag ausführen, der ihre Welt in Schutt und Asche legt. Und aus dieser Zerstörung kann die Welt neu geboren werden. Ah ja. Bis dahin wartet er in Muspelheim, schläft niemals, sondern wetzt seine Flammen. Ob wir den noch treffen können, wenn wir die... Tapfere, edelmütige Surtr, der weiß, dass ihn nichts als sein Ende erwartet. Prüfung da erledigt haben? All das, weil er sich dazu entschied, einem großen Kreislauf zu dienen, so viel größer als er selbst. Wenn du wahrhaft deine Bestimmung akzeptierst und die erforderliche Geduld und Opferbereitschaft aufbringst, wird dein Tag kommen. Glaubst du, wir erleben das, wenn der Tag kommt? Ich hab genug Kriege zwischen den Göttern gesehen. Aber du, kleiner Bruder, wer weiß? So. Büris Lager. Oh, halt. Oh, die sind ja alle schießen können. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Da sollten wir zusehen, dass wir den Stufe 6 drüben schon mal so einhalten, ja? Knapp. Oh nein, das sind wieder Scheiße.
Nicht auf dieser Stufe. Bin noch nicht so weit. Gedauert. Puh. Na gut. Drauga, verstärkte Waffe. Sie haben einen starken Angriff, aber wir sollten zur Seite ausweichen können. Theoretisch. Ich wahrscheinlich wieder nicht. Aber so ein normaler Mensch mit normalen Reflexen sollte dazu in der Lage sein. Das Ding kann man wieder nicht bewegen, aber... Das sind doch diese Elektroharzkristalle. Warum können wir das nicht zerlegen? So, jetzt haben wir wenigstens den Weg schon mal freigeräumt. Dass wir die scheiß Uhren aktivieren können. Stellt sich gerade so ein bisschen die Frage, wie sinnvoll ist es wirklich, hier alles zu erforschen, wenn ich die... Justa! Ja! Hälfte tatsächlich hier noch gar nicht machen kann. Also das ist auch gerade richtig blöd. Dass wir auf der anderen Seite kein Boot haben. So, wa? Entschuldigung. Ist da jetzt ein Boot, wenn ich da hinlaufe? Oder muss ich echt einmal draußen rum fahren? Ich muss echt einmal außen rum. Na toll. Das ist ja so überhaupt nicht nervig oder sowas, ne? Gott sei Dank. Ja. Hier ist Gold. Einmal mitnehmen, bitte. Hier müsste der Jötunheimturm stehen. Fühlt sich seltsam an. Zweifellos war geheime Magie daran beteiligt. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn du dafür empfänglich wärst. Ja, ja, ich weiß, da war der Zugang eben. Ich guck nur gerade, wo wir hier sonst noch so hinkommen. Ich habe eine Frage. Wenn Ymir der erste Riese war, wo kam er dann her? Am Anfang gab es Inungagap, die große Leere. Es gab noch keine Welten, nur die urzeitlichen Kräfte. Es gab Feuer und es gab Eis. Und in der Leere trafen sie aufeinander und hervorging... Wasser? Mehr als Wasser. Das mystische Lebensblut von etwas völlig Neuem. Aus diesem Wasser entstand Ymir und wurde zu einem Wesen reinster Schöpfung und reinstem Chaos. Mutter und Vater all dessen, was danach kam. Sogar der Asen? Ja, jeder Gott, jeder Mensch und jedes Tier entsprang Ymirs Leib. Doch es waren die Asen, die sich für so überlegen hielten, dass sie die Herrschaft über den Rest der Schöpfung beanspruchten. Odin lehnte sich gewaltsam gegen seinen Schöpfer auf und vergoss Ymirs Lebensblut mit seinem Speer. Ein notwendiges Übel, sagte er, um Ordnung in die Welten zu bringen. Aus Ymirs zerrissenem Leid schuf Odin Midgard, um eine Welt für sich allein zu haben. Er nannte sich Allvater, als sei er der Schöpfer und nicht der Vernichter des Schöpfers. Niederer, lüsterner Tyrann. Ymir? Ah, tut mir leid, Junge. Am besten machen wir an dieser Stelle Schluss. Okay, ich kann also auch an Land gehen, wenn er irgendwas erzählt. Habe ich jetzt einmal tatsächlich ausprobieren können.
Ja, es ist immer wieder die gleiche Geschichte, ne? Vater tötet Sohn. Sohn tötet Vater. Das hatten wir mit Kronos und Zeus. Das hatten wir mit Kratos und Zeus. Wir hatten es mit Odin und Ymir. Ich hoffe nur, dass wir das mit Atreus und Kratos nicht am Ende auch so haben würden. Aber das wäre so... Ja, so das typisch Poetische. Der Kreislauf geht halt weiter, ne? So. Und jetzt muss ich wieder vernünftig zielen hier, ne? Es geht noch weiter nach unten hier. Interessant. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich hier jetzt nochmal wieder umzusehen, ne? Klingensturm, schwerer Hunenangriff. Werfen Sie die Leviathan-Axt auf einen beliebigen Gegner in der Nähe. Sie visiert alle Gegner auf ihrer Bahn automatisch an, trifft sie und verursacht Frostschaden. Na, jetzt nicht mehr weiter. Wow. 2544 Hacksilber. Was haben wir hier noch? Nochmal Hacksilber. Na, okay. Und weiter geht's. Viel zu sehen, noch viel zu erforschen, noch viel zu tun. Noch lange nicht fertig hier. Hier nach Dingens fahre ich jetzt aber nicht nochmal. Wow, es sind zwei. Und die sind riesig. Warum bewegen sie sich nicht? Weil da alles verkrustet ist mit diesem komischen Zeug. Wir können mit dem Boot hier anlegen. Ja, ich weiß. Dahin bin ich ja unterwegs, mein Junge. Den zu zersprengen bringt uns gar nichts, aber wenn wir das Rad drehen könnten. Entschuldigung. Dann könnten wir damit die Truhe aufspringen. Naja, gut, die waren Stufe 5. Ja, also das darf man schon nicht ignorieren. Oder auf die leichte Schulter nehmen. Sowas kann uns richtig schön in den Arsch treten. Darf man nicht vergessen. Darf man nie nicht vergessen. Na gut, gehen wir erstmal hoch. Gucken, ob wir irgendwas vielleicht von oben noch reißen können. Und ich sollte zwischen euch echt den Talisman benutzen, um mich zu heilen. Das ist ja furchtbar, dass ich das immer vergesse, meine ich. Hier oben wird nicht großartig was Neues sein. Hier waren wir ja schon. So fehlt uns wohl noch der entsprechende Gegenstand, um hier wirklich mit interagieren zu können. Und
Wir sollten vielleicht erstmal weiterziehen. Also die Tore. Ich sehe Beute da oben. Das hier ist ja besonders interessant für uns, weil das sind ja... Ja. Wie auch immer. Was kannst du mir über die Riesenfrau mit dem Bogen erzählen? Ihr Name war Skadi, Königin der Jagd. Ihr Vater hieß Thiasi, der die Gestalt jedes wilden Tiers annehmen konnte. Er lehrte Skadi, sie alle zu jagen. Aus Lasttierrippen machte sie sich ein zweites Paar Füße, sodass sie über den Schnee gleiten konnte und kein Tier sicher war. Sie wurde zu einer Jägerin ohnegleichen, besser als jeder Gott. Odin selbst wollte sie zur Braut nehmen. Er glaubte, sie würde ihm starke Söhne schenken. Genug, keine Geschichten. Nicht, wenn wir laufen. Wir konzentrieren uns auf den Weg. Verstehe ich voll und ganz. Ich erzähle später weiter. Okay. Also muss ich doch immer im Boot warten, bis er fertig erzählt hat. Das ist doof. So, hier bin ich jetzt hauptsächlich hoch wegen dieser Runen. Ah, jetzt kann ich es lesen. Aber ist es ein Name? Gaedriful. Wow, der Name hat sie entfacht. So heißt eine der Walküren. Äußerst seltsam. Walküren? Aha. Hatten wir... Ich überlege gerade was. Und das Schiff da als nächstes kommt, kann man sich auch gut merken. Also dann, wo war ich? Ach, wie ihr wisst, machte Odin persönlich Skadi, der Königin der Jagd, den Bogen. Doch sie verschmähte ihn. Und für diese Beleidigung schwor Odin Rache. Es wurde verkündet, dass die Asen ein Adler plagt, der die kostbaren goldenen Äpfel der Iden stiehlt. Nicht einmal der beste Bogenschütze unter den Göttern könnte ihn erlegen. Odin wusste, Skadi würde der Versuchung nicht widerstehen können, ihr Talent zu beweisen. Und sie ging auf die Jagd. Skadi spürte den Adler auf, wo nur sie über den Schnee gleiten konnte, und schoss einen ihrer unfehlbaren Pfeile ab. Als sie ihre Beute holen wollte, war dort kein Adler, sondern ihr eigener Vater, der arme Thiasi, von seiner eigenen Tochter getötet. Sie wurde von Trauer und Scham überwältigt, denn nichts ist dermaßen widernatürlich wie ein Kind, das seinen Vater tötet. Skadi ergab sich ihrem Schicksal, als der Winter seinen Mantel ausbreitete, ihren Vater im Arm, so wie der Berg sie hielt, in ewig währender Umarmung. Das war traurig. Ja, bei den Riesen nimmt leider selten etwas ein glückliches Ende. Ich wollte mal was probieren. Mit diesen verborgenen Kammern. Aber anscheinend habe ich falsch gedacht. Atreus, komm her! Mein Gedanke war jetzt gewesen, weil es 8 von diesen Laternen da zu entzünden gibt. So ein Schloss habe ich noch nie gesehen. Erinnert mich an etwas, das Tyr mal skizziert hat. Er hat gern zahlreiche Symbole zu eigenen Runen kombiniert. Die hier bedeutet, glaube ich... Frieden, Eintracht, Gnade. Und noch mehr. Ich sehe, was er getan hat. Aber wie kommen wir hinein? Wir haben Wichtigeres zu tun. Ah, Ansichtssache. Ich dachte, dass es da vielleicht Verbindung gibt, wisst ihr? Wenn wir hier 8 Schalen haben mit den Namen der Walküren, 7 verborgene Kammern...
in den Kammern vielleicht 7 Walküren und wenn wir die alle 7 erledigt haben, können wir danach irgendwie die Nummer 8 herausfordern, war jetzt mein Gedanke. Kann natürlich auch immer noch stimmen. Ich meine, nur weil das jetzt hier nicht diese Kammer war hier, heißt das ja nicht, dass wir nicht irgendeine Kammer geöffnet haben. Kann natürlich auch sein, dass wir erst alle Lampen anzünden müssen, alle Fackeln, bevor wir die Kammern öffnen können. Oder ich habe keine Ahnung. Es gibt unzählige Möglichkeiten. So, jetzt bin ich einmal außen rum gerannt. Cool, wa? Aber wirklich was gebracht hat es mir nicht. Wir brauchen etwas, um da durchzukommen. Das ist die gleiche Kammer, ne? Das ist jetzt nicht als neue Kammer gezählt worden. So, ich gehe einmal hoch. Und auf der anderen Seite wieder runter. Aus dem einfachen Grund, dass ich dann in der gleichen Richtung hier um den See weiterfahren kann. Nein. Hier. Ich habe noch dran gedacht. Oh Gott. So, da geht's weiter. Sieht aber auch sehr interessant aus, da. Sollen wir an dieser Stelle anlegen? Ja, machen wir mal. Ja, doch einfach direkt daneben stehen. Ich meine, warum nicht? Kann man machen. Ein Drache. Ich höre wieder einen Drachen. Da will ich erstmal meine Energie aufleveln. Also wieder heilen. Okay, der Drache hier hinter, oder? Aha! Hab mich schon gefragt, was aus dem Wurm. Warte, Fafnir? Wie in Fafnirs? Ja, genau der. Aber laut Sindri ist er ein Zwerg. Bei. Und jetzt ist er ein Drache. Das Leben ist schon komisch, was? Angekettet. Wir sollten nach Bindungsschreinen suchen und den armen Kerl befreien. Was meint ihr? Fafnir also. Ich hab doch gesagt, Fafnir ist ein Drache. Na gut. Befreien wir also den nächsten Drachen. Da ist ein Bindungsstein. Das ist noch quasi erst einmal ganz rum. Und das öffnet sich auch von der anderen Seite, interessanterweise. Nicht bereit. Geh mal hier lang. Tschüss. War schön mit euch. Hi. Haben schon den ersten gefunden, ja? Wie wurde dein Freund zum Drachen gelegt? Oh, er ist nicht mein Freund. Kleine Scheiße, ständiges Ärger. Wir Asen und Warnen gleichermaßen. Warum befreien wir ihn? Ich spreche aus Erfahrung. Niemand verdient solche Befreiung. Nicht mal ein gieriger Drachenzwerg. Oh, komm. Hi. Muss er wieder rein? Ich war gut, oder? Was habe
So. Den Drachen Fafnir befreien wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dann.